Hallo, wenn ihr auch mal Jam. Weiter geht's in Bavia, was sonst? Wieder dabei haben wir Rose und Payne und Jam hat wieder keine Zeit. Der ist, ich glaube, der ist bei seinem Opa. Immer noch oder wieder oder wie auch immer. Auf jeden Fall über die Weihnachtszeit ist es sowieso schwierig mit Jammer. Aber das ist, ich hoffe, ihr nehmt ihm das nicht ganz so krumm. Man hat ja auch Real Life. Was? Ja, ich denke, der Nether-Part wird richtig geil aussehen. Man wird echt denken, das ist im Nether. Weil alles ist mit Netherrack zugemacht. Und das sieht echt nicht schlecht aus. Muss ich mal ehrlich zugeben. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber zum Glück gehe ich jeden Morgen duschen. Oh, was ich überhaupt nicht ab kann, ist Decken bearbeiten. Das ist mal so richtig die schäbische Aufgabe. Weil dann musst du dich immer wieder nach oben bauen. Darauf habe ich so keine Lust. Mithas, willst du das nicht machen? Nein. Oh, schade. Viele schreiben übrigens, dass dieses Bearbeiten der Begrüßungen ganz lustig ist. Das freut mich. Mithas und Rose haben keine Ahnung, wovon ich spreche, weil die meine Videos nicht schauen. Sie sind unwissend. So. Sobald Mithas das herausfindet, bringt er mich um. Ich sehe schon kommen. Das mit den Begrüßungen, das musst du mir mal etwas näher erklären, Payne. Nee, da gibt's eigentlich nichts zu erklären. Schau meine Videos, dann weißt du's. Rose, hast du was zu tun? Ich farme Holz. Ist bestimmt nicht so wichtig, oder? Oh, Rose ist gerade, denke ich, beschäftigt. Ja. Ja, okay, dann eben nicht. Übrigens ist es, falls irgendwer sich sagt so, hey, du hast doch gesagt, das ist die Stream-Seite. Ja, ich bin halt jetzt schon von der Seite gekommen. Also ist das da immer noch die Stream-Seite. Aber das hier, das ist die Aufnahmenseite. Und irgendwann kommen die halt aufeinander zu, ne? Ist doch eine legitime Begründung, oder? Ja, wer weiß. Ich habe jetzt nicht zugehört, aber alles gut, alles gut. Ja, okay, ja. Von Mithas habt ihr auch die Bestätigung bekommen. Also. So, da müssen wir jetzt Lava besorgen. Haben wir noch Lava irgendwo? Im Nether. Im Nether, ich habe gedacht irgendwo so, weißt du? Nö. Holen wir eigentlich immer aus dem Nether. Da ist Lava. Haben wir Eimer? Ja, Eimer haben wir genug. Haben wir sogar in der Sortiermaschine drin. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal zur Sortiermaschine und hol mir erstmal... Oh, wir können... Oh, nice Idee, Mithas, danke. Was? Ich hab durch dich gerade eine richtig geile Idee. Ja, wäre? Und zwar mache ich bei diesem Nether-Part hier eine Stelle, wo man quasi unter so einem Lava... Also unter einem ist so ein Lavafluss. Und den... Man reitet da drüber... Und da ist halt Glas, dass man da nicht irgendwie Damage bekommt. Danke, Mithas. Sehr geile Idee. Ja, warte mal. 2, 4, 6, 8 brauche ich. Ja, 12er habe ich. Gut, das geht. Gut, dann gehe ich doch in den Nether. Ich mache mir da so ein paar Eimer voll. Ich mache die am besten alle voll. Aber vorher muss ich ein bisschen was aus dem Inventar räumen, damit ich auch Platz habe für die ganzen. So, Leute, stimmt jetzt. Aber wird Mithas es überleben oder nicht? Ah, das kriegen wir schon hin. Hoffe ich. Wenn nicht, muss Payne mit und mich beschützen. So. Mach den Stegi-Move. Was? Den Stegi-Move. Kenn ich nicht. Oh Mann, Mithas. Du bist ja so nicht aktuell. Das nein, nicht. Momentan wirklich nicht. Das war. Hey, das haben wir sogar das Video geschaut. Das echt? Weiß ich sogar noch. Ja, wo Stegi im Nether gestorben ist. Mehrmals. Durch Lava. Kannst du mir bitte einen Lava-Eimer mitbringen? Oder 2, 3, 4. Ich mache jetzt 12 Eimer voll. Okay. 8 davon brauche ich. Das heißt, da hast du dann 4 Eimer. Rose, welchen Akzent soll eigentlich die Roboterstimme haben? Oder ganz normal deutscher Akzent? Normal. Willst du nicht von einer spanischen Räderin gesprochen werden? Lauf in die falsche Richtung. Gut. XD, nein. Okay, dann eben nicht. So, hier machen wir dann einfach die Lava, die dann hier rauskommt. Das sieht dann ziemlich cool aus. Payne ist jetzt auf einmal ganz ruhig. Der hey. Hat da bestimmt irgendwas ich, da, ne? Und hey, ich mach nichts Illegales oder so, nein. Nein. Gerade Payne nicht. Hey, ich bin voll das gute Vorbild, ja? Ja, ist klar. Warum werde ich dann jedes Mal nervös, wenn du ruhig bist? Ach, das liegt an dir. Ist klar. Hey, auf Anhieb wieder zurückgefunden. Finde ich ja mal richtig geil. Bist du wirklich Mithas, dass du was auf Anhieb zurückfindest? Mein Mithas versteht heute überhaupt gar keinen Spaß. Mithas ist voll beschäftigt. Mithas ist... Warum sprichst du von mir in der dritten Person? Weil Mithas gerne von dritter Person spricht. Okay. Ey, kennst du den Mithas? Das ist voll der Noob, ey. Cringe. Ich habe die ganze Zeit
schon seit Tagen so einen Fleck auf meinem Bildschirm. Und jedes Mal, wenn ich Minecraft spiele, denke ich, das ist ein Spielername. Ja, das Beste ist eigentlich, wenn du wissen willst, ob dein Bildschirm dreckig ist oder willst halt schauen, wo Flecken sind, spiel einfach irgendeinen Spielmodus, wo du Gegner finden musst. Und dann findest du auf einmal richtig viele Stellen mit Flecken. Weil du denkst, das ist ein Spieler. Pro-Tipp des Jahrhunderts. So, Mythos, bist du wieder aus der Hölle zurück? Ja. Okay, cool. Ich bin bei der Sortiermaschine. Oder wo bist du? Ich bin erstmal bei der Sauna, weil ich hier die Lava einfülle. Weißt du, wo die Wohnung ist? Ja. Da. Okay. Da die, in der Mitte die Treppe runter, sozusagen. Okay, ich komm mal. In der Mitte die Treppe runter? Ja. Oh ja, ich seh's. Okay. So, perfekt. Das haben wir. Jetzt brauche ich noch Eisenzaun. Also erstmal hier so, machen wir erstmal zu. So. Oh, Rose, hast du meinen Hebel da weggemacht? Kann man hier das, reinspringen? Das ist echt übel. Jo, Metos, nee. Ich bräuchte die Lava. Die Lava, wo bist du denn? Hör mal auf damit! Wo bist du denn? Scheiße. So, warte. So. Du solltest jetzt alles haben. Nee, du hast noch einen. Was? Du hast noch einen. Doch. Nein. Doch. Nein, hier. Da ist alles, was ich hab. Ja, du meintest, du hättest 8 geholt. Also bräuchtest 8. 4. 4. 4 müsstest du jetzt haben. Nein, ich hab 3. Ja, wo ist denn das dann hin? Dann ist garantiert hier in deinem Feuer verbrannt. Nein. Wette ich mit. Ja. Nein. Ja, weil ich hab's nämlich nicht. Gut, dann muss ich eben mit 3 Lava-Eimern. Ja, Wettenmethos hat das wieder in seinem Inventar irgendwie übersehen oder so. Nein, hab ich nicht. Nein. Diesmal nicht. Sicher nicht. Sicher nicht. Hab ich auch nicht. Ja, sicher nicht. So. Netherrack brauche ich. Oh, so. Davon haben wir ja genug. Was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt hast du mich rausgebracht. Ich hab irgendwas gehört, ich jetzt... Kabel. Oh, dann kann man da auch nicht mehr reinfallen. Ja gut, kann man schon, wenn man in der Mitte ist. Aber, hey. Also ich irgendwas auch dieses ist ja Sauna immer... ist nicht TÜV gesichert und ist nicht safe, Leute. Ach klar, hier, guck mal, ich gehe hier drüber und Stiftung nichts passiert. Stiftung Warentest sagt ungenügend. Oh nein, 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 halt! Lass mich raus, lass mich raus! Jetzt stirbt er, das wäre so witzig. Oh nein! Hast du einen Wasser? Ich brauch Wasser, ich hab... Nein, hab ich nicht. Bros, hast du Wasser? Schnell! Echt jetzt? Er stirbt. Da steht ihr einfach nur da. Stegi move, Stegi move. Oh, schade, er lebt noch. Oh, ich wollte das alles in Sicherheit bringen. Hier bin ich an die Spitze gekommen. Muss ja auch dieses Step One hier sehen. Okay, dann eben nicht. Okay, dann muss ich mir noch was einfallen lassen, dass man da. Teppich! Nee, Teppich brennt weg. Meta, ich sollte vielleicht sagen, brennt nichts. Also es wird nichts brennen. Feuertick ist aus auf dem Server. So, okay, jetzt kann nichts mehr passieren. Das ist jetzt TÜV geprüft. Okay, dann eben nicht. So, okay, das haben wir erledigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sage bis zum nächsten Mal. Echt? Und tschüss. Tschüss. Ciao.